Drei Dinge, selbige bei dem FC Bayern in Barcelona auffielen, ein 1:4 wie Offenbarung seit der Münchner Defensivabteilung der FC Bayern hat bei dem FC Barcelona in der Champions League einen herben Rückschlag erlitten. Mit 1:4 geriet dasjenige Team von Trainer Vincent Kompany an dem Mittwoch gegen selbige Mannschaft von Hansi Flick bei selbige Räder. Rafinha ragte mit 3 Toren heraus. Sogar Robert Lewandowski traf gegen seinen Ex-Verein. Für selbige Münchner war es ein bitterer Abend, um es viele Fehler gab. Drei Dinge, selbige auffielen. Ein abwehrend desaströser FC Bayern hat bei dem schmerzhaften Beisammensein mit Hansi Flick und Robert Lewandowski eine Fußballlehrstunde der bittersten Modus erteilt bekommen. Nach der 1:4, 1:3 Pritsche bei dem FC Barcelona steht der Rekordmeister in der Königsklasse mit dem Höhenrücken an der Wand. Um selbige K.O. Arbeitsgang wie Zwischenstation auf dem Flugparabel zu einem Finalspiel der Hoam noch erreichen zu können, sollen jetzt Siege hintereinander her. Umjubelter Matchwinner der eiskalten Flick-Elfer Kapitän Rafinha mit einem Dreierpack. 1:45, 56. Punkt. Das gelang in der Champions League gegen selbige Bayern vorher allerdings Römer Kai, Sergio Aguero und Cristiano Ronaldo. Auch Lewandowski, 36, traf. Dasjenige Waffengang der Ausnahmestürmer endete hinter dem zwischenzeitlichen Bilanz von Harry Kane, 18. 1:1. Nach allerdings 3 Punkten aus 3 Spielen ist selbige Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nur in dem nächsten Wette an dem 6. November gegen Benfica zu einem Siegen verdammt. Flicks Barca hat 6 Zähler und sich von dem Bayern Vermaledeiung befreit. Nach 6 Pleiten hintereinander, tief gelegen ein 2:8 gegen Flicks Bayern 2020. War es der erste Bilanzaufstellung jenseits selbige schwarze Bestie seit Mai 2015. 1:4 Harakiri bei Kompany. Der FC Bayern befindet sich bei Trainer Vincent Kompany in einem Entwicklungsprozess. Drei Dinge, selbige uns in Barcelona auffielen. Dass es am Werk Rückschläge gibt, ist klar. Doch selbige Pritsche in Barcelona war nur ziemlich glashart wie Beton wie Kruppstahl und kann trotz vieler guter Ansätze nicht der Funktionalität des FC Bayern der die das ihm gehörende. Vor allem, um selbige Gegentore denn vorher so oft, bei anderem gegen Aston Villa, 0:1, und Eintracht Frankfurt, 3:3, hinter Kontern fielen, verliert ein Bayern Handelnder an der Spitze den Ball, und spielt der Gegner besagten in diesem Fall lang. Heißt es höchst 1:1, oder in dem, japanischen, Volksmund, Harakiri. Harakiri, Kimmich hinter Bayern Päckchen bedient ganz gleich, in welchem Umfang es Omar Marmoush oder Rafinha ist, augenscheinlich kann jeder Stürmer mit Beherztheit selbige Bayern killen. So tiefgreifend der Ehrfurcht vor der Person Kompany der die das ihm gehörende mag und der die das ihm gehörende Fähigkeiten wie Coach von den FCB-Verantwortlichen herausragend wird. An dem Beendigung abzählen sogar für ihn selbige Ergebnisse. Ich dachte, Bayern ist nur weiter in der Entwicklung, wunderte sich nicht allerdings der Sohn-Experte Michael Ballack. Die Spieler abstützen der die das ihm gehörende spielerisches Entwurf Jon, jene wollen an der Spitze draufgehen, an dem liebsten unentwegt. Fehlt es ihnen denn gegen Barca jedoch an Präzision? Geht dasjenige Entwurf Jon nur nicht eher auf. Kompany wird dasjenige registriert haben und muss praktisch mit Anpassungen reagieren, aufgrund dessen sonstige Rückschläge zu vermeiden und konkret ins Finalspiel der Hoam in München einziehen. Kimmich analysierte, ganz deutliches Ergebnis, ein bitteres 1:4. Wir wollten viel nach sie Handfessel kommen, aber mit dem Ball waren wir nicht aseptisch genug und haben sie Ausdauer und sie Leistungsnachweis verloren. Da haben wir zu viele Fehler angeboten. Momentan herrscht ein unbehagliches Ungleichgewicht. Kompany muss schnell eine Feedback darauf liefern, in welchem Umfang er sie des Balance in den Stil bekommt. Es ist die Königsdisziplin für ihn und dasjenige Team und wird extra Ergebnis oder Misserfolg in dieser Saison entscheiden. In der ersten Halbzeit hatte ich praktisch dasjenige Gefühl, dass wir abbauen können. Wir werden daraus lernen, sagte Kompany. Dann ist dasjenige Hazardspiel gekippt. Die Tabelle lügt nicht, heißt es. Auch in der Champions League gibt es dabei eine große, in der FCB auf Sportstätte 23 momentan schon viertbester deutscher Club ist und in dem Zwischenranking selbst nach Dinamo Zagreb steht. Die Tabelle der Champions League in der Übersicht für sie Potenzial für dasjenige Runde der letzten 16 zu tun sein zwischen Umständen der Umweg extra sie Playoffs her,
Sportstätte 9 bis 24, 2. Offenbarung seit der Bayern-Verteidigung in der Innenverteidigung benehmen da YOT ab AME Kano und Minne J. Kim, und sie Diskussionen aufbrühen hoch. Auch dasjenige ist nicht der Bedarf des FC Bayern. Währenddessen lässt der Jungspund Lamine Yamal sie Routiniers Joshua Kimmich und Raphael Guerreiro restlos antiquarisch aussehen. Fleck wieder. Selbst der erfahrene Manuel Neuer wirkt plötzlich unsicher, leistet sich Unachtsamkeiten und strahlt nicht viel mehr sie Selbstbestimmtheit aus. Zudem kamen der die das sei nicht je genau genug sein Bälle oft nicht an, sie Gegner alternativ vor Schreck festwerden ließ. Joao Palhinha bleibt indes weiterhin den Begründung schuldig, dass er sie Ablöse von 50 Millionen würdig ist und er eine Verteidigung den Sechser stabilisieren kann. Insgesamt ergab dasjenige an dem Mittwoch einen Offenbarung seit. Die 1:4 Aufgabe war selbst in der Altitude letztlich verdient. Vor dem 0:1 verteidigte Kim zu streitlustig hinter vorne. Dasjenige war unnötig. Vor dem 2:1 für Barca gab es echt einen Konnex von Fermin Lopez in den Gebirge von Kim. Ballack nannte dasjenige Hochsteigen des Südkoreaners zu dem Kopfball schon selbst naiv. Bei Kim drängt sich die Qualitätsfrage an dem stärksten auf. Ist es der die das ihm gehörende Stellungsspiel, der die das ihm gehörende Passspiel oder der die das seine je Entscheidungsfindung in brenzligen Situationen als vor dem 4:1 von Rafinha? Es wird jedenfalls gehadert. Bei Bällen nach sie Handfessel, dasjenige haben wir nur gegen Frankfurt gesehen, kann es wehtun. In Sachen Bissigkeit hätten wir präsenter der die das ihm gehörende zu tun sein. Strich in dem Mittelfeld hat es ein kleinster Teil daran gefehlt, bemängelt Neuer. Möglicherweise bringt der wiedergenesene Hiroki Ito zu einem späteren Zeitpunkt Besserung mit sich. Dass es sie besorgen muss, aufgrund dessen konkret Spitzenniveau in der Champions League zu erreichen, ist eindeutig. 3. Flick lässt Rafinha fliegen, ist es der Flick-Faktor? Sicherlich auch. Er glaubt an uns, und wir an Gott einen Glauben haben an ihn, machte Lewandowski unmissverständlich klar. Der FC Barcelona blüht bei dem deutschen Trainer zum wiederholten Male auf, der Ball läuft flüssig, der Machart ist gelenkt von Risiko, Teamgeist, Ballsicherheit und einer gnadenlosen Energieeffizienz in der Offensive mit Lewandowski, Yamal und ungekünstelt Rafinha. Pflichtspiel für Barca stach der Brasilianer hervor und sagte später, ich bin sehr zufrieden mit seinen 3 Toren in seinem 100. Das ist für mich dasjenige Wichtigste. Wir haben den Team sehr tadellos gespielt. Wir sind jetzt noch zu frühzeitig in der Saison, aufgrund dessen eine Vorausschau abzugeben, aber wir wollen ungekünstelt Großes erreichen. Flick machte Rafinha zu seinem Kapitän. Dieser zahlt dasjenige mit Toren und selbstbewusstem Ankunft zurück. Er bekommt viele Freiheiten und nutzt jene Räume, jene Levi ihm öffnet. Sie sind tadellos aufeinander abgerundet und fackeln nicht lange, sobald diese dasjenige Treffer sehen. Seit 2022 ist Rafinha bei dem FC Barcelona, doch bei Flick ist er jene stärkste Variante seiner selbst. 9 Tore hat er bereits in Spielklasse und Königsklasse auf dem Konto. Er wirkt noch athletischer, robuster und treffsicherer. Ganz im Wesentlichen ist der FC Barcelona mit Flick in dem Freudentaumel und blickt gespickt mit Euphorie auf den Klassiko an dem Wochenende. Ich bin happy und stolz auf diese und jene junge Mannschaft. Auch sobald es mal ein kleinster Teil abgehackt ist, haben wir trotzdem den Wagemut zurückzukommen. Wir haben schon Probleme, sobald wir keinen Verdichtung auf den Ball bekommen, dasjenige zu tun sein wir noch trainieren, erklärte Flick. Gegen Bayern hat es weiterführend weite Verdünnung dennoch funktioniert und spricht für jene Prätension der Mannschaft.